Also für die Mobilität ist sozusagen die Mutter aller Herausforderungen in den nächsten 20 Jahren, die Klimaschutzziele einzuhalten, das muss man schon sagen, und das vereinbart zu bekommen mit den gesellschaftlichen Anforderungen, Mobilitätsanforderungen, Mobilität sichern. Darauf kommt es an in den nächsten Jahren. Neue Mobilitätsangebote bieten da große Potenziale. Allerdings müssen wir die steuern, wir müssen das regulieren. Einfaches Beispiel ist das autonome Fahren. Wenn das autonome Fahren unreguliert passiert und wir es praktisch laissez-faire einfach dem Markt überlassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es einfach zu mehr Fahrleistung führt und es eigentlich das Leben schwerer macht, bei dem Thema die Klimaziele einzuhalten. Wir können denken an neue Bedienformen im öffentlichen Verkehr. Wenn der öffentliche Verkehr gut mit autonomen Fahrzeugen, zum Beispiel so autonomen Shuttles, integriert ist, das setzt aber voraus, dass es da nicht zu einem Wettbewerb zwischen diesen neuen Mobilitätsformen kommt, sondern dass das integriert ist mit dem öffentlichen Verkehr. Wenn das gut zusammenpasst, dann schaffen wir es vielleicht, mehr Menschen in große Gefäße reinzukriegen und damit praktisch die Fahrleistungen ein bisschen zu senken und insgesamt Mobilität zu sichern und zu weniger Emissionen im Verkehrssektor zu kommen. Im ganz großen Bereich gehört vielleicht auch ein bisschen eine Preissteuerung beim Verkehr dazu. Das Stichwort hier ist CO2-Bepreisung oder eine räumlich-zeitlich differenzierte Maut. Das sind sozusagen das, was auf Bundesebene passieren müsste. Im kleinen Bereich sind es so Dinge wie Parkraummanagement, eben die Integration der, also viel Experimente einerseits beim öffentlichen Verkehr mit neuen Angeboten, neuen Fahrzeugen, autonomen Fahrzeugen möglicherweise, da sind wir schon auf dem richtigen Weg, und das richtig auswerten und Stück für Stück dann dahin führen, dass das synergetisch zusammenpasst, dann entsprechende Stationen aufbauen, vielleicht Mobilitätsstationen, sodass diese neue Verkehrswelt, die neue Mobilitätswelt gut zusammenkommt.